Ratet mal, was schon da ist. Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Jinchan. Mein Name ist Jana und heute machen wir das erste Mal eine Jatta-Box auf. Ich hatte euch ja versprochen, wenn die Jatta-Box da ist, dass ich euch zeige, was ich da bestellt habe und ob sich das dann auch lohnt, was man da bestellen kann. Ja, die Box kam ziemlich schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier steht drauf Jatta Japan bei Nihon Box. Die arbeiten wohl in Kooperation oder gehört das sogar zu Nihon Box dazu? Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ja, die Box kam ziemlich schnell, in noch nicht mal einer Woche. Und ja, ich freue mich auf das, was ich bestellt habe. Lasst euch überraschen, was das ist. Ganz oben drauf haben wir hier einen kleinen Flyer, Jatta Japan. Ne, da steht drauf, thank you for your order. Und da ist ein Storage, also ein Storage Room. Also ihr wisst, was ich meine, ein Raum, wo man Sachen drin aufbewahrt. Wie heißt es denn? Ein Lagerraum, meine Güte. Und dann gucken wir mal, was ich von meinen bestellten Sachen als erstes rausfischel. Papier, gut so, da ist nämlich was Zerbrechliches noch drin. Als erstes habe ich hier die KitKat. In Japan gibt es ja Millionen verschiedene Sorten an KitKat-Geschmacksrichtung. Und die hier kannte ich überhaupt nicht. Das ist KitKat Sparkling Wine with Strawberry. Das heißt mit Champagner bzw. Sektgeschmack. Und das wollte ich einfach mal testen. Ja, mal gespannt, ob das schmeckt. Hier habe ich noch etwas, was ich nicht so regulär kriege. Ich wohne hier auf dem Dorf, da muss man immer alles bestellen. Und ich dachte, da probiere ich es jetzt mal aus. Das ist Fuji Water. So nennt sich das jedenfalls. Kimura Drink Mount Fuji Soda Pop. Das ist dann sowas wie Ramune. Ich wundere mich bloß, da oben ist ein Schraubverschluss dran. Normalerweise haben die ja diesen Verschluss, dass man da oben so den diese kleine Kugel eindrücken muss, aber ich bin gespannt. Als nächstes haben wir hier so eine Soda, also eine Brause, und das schmeckt wohl nach Melonen-Eiscreme, Melon Cream Soda steht da drauf. Ich bin gespannt, ich mag ja gern so eine Getränke-Experimente, kann ich voll haben. Ja, ich bin gespannt, sieht auf jeden Fall lecker aus. So, und hier haben wir das besagte Ramune, das ist so eine, ja, Brause, wie gesagt, und ich habe jetzt keine Ahnung, wonach das schmeckt, weil ich das gerade nicht lesen kann und auch nicht zur Hand habe. Ist kein Lieferzettel drin. Ist aber nicht so schlimm. Ich freue mich. Guckt mal diese kleinen süßen Figürchen da drauf. Voll niedlich. Da. Putzig. Ja, ich bin gespannt und freue mich auf den Geschmack. So, das waren jetzt die Sachen für ca. 1000 Yen. Jetzt kommt noch eine Sache, die ich mit in den Warenkorb gelegt habe, damit sich die Aktion auch lohnt. Und zwar ist das, ihr habt sie bestimmt schon da drin gesehen, diese kleine süße Sailor Moon Puppe, guck mal. Da konnte ich leider nicht widerstehen. Die habe ich so noch nicht gesehen und wollte ganz gerne haben. Und die werden wir jetzt mal kurz aufmachen und dann meiner Vitrine zuführen. Die ist im Übrigen von Bandai, wo auch früher die ganzen Püppchen herkamen. Oh, oh, Vorsicht. Hier gibt es zwei verschiedene Versionen. Einmal, da sieht man das, Version A und Version B. Die unterscheiden sich eigentlich nur daran, dass die eine etwas hellere Haare und die andere etwas dunklere Haare hat. Und auch die Schuluniform ist ein bisschen heller bzw. dunkler. Ich habe Version A gewählt und da ist die etwas dunkler. Genau. Sehr groß scheint sie nicht zu sein. So, und dann kommt diese kleine Maus wirklich, schaut mal, in Einzelteilen daher. Mein Kopf, Platte zum Draufpacken, das Display. Der Körper, sogar die Haare kann man anstecken. So, und dann bauen wir die kleine Maus mal auf. So, und da ist die kleine Maus schon. Super niedlich. Ich bin sowas von zufrieden. Die stellen wir jetzt gleich mal in meine süße kleine Vitrine. Ja, und das war's auch schon. Ich wollte diese 1000 Yen, wie gesagt, nur einlösen und das mal ausprobieren. Das Einzige, was ich noch gereizt hatte, war halt diese niedliche Figur, die ich so noch nicht gesehen habe. Und weil die Conventions ja alle nicht so wirklich laufen, man da nicht so richtig hin kann, ja, da habe ich gedacht, ich
bestell sie mir einfach. Ja, und ich würde sagen, ich nasche jetzt welche von diesem KitKat und überlasse es euch zu entscheiden, ob ihr bei Jatta was bestellen wollt. Ich finde das gar nicht schlecht, wie gesagt, und bin damit eigentlich recht zufrieden. Man muss ja nicht immer was bestellen, wenn man ein paar Gutscheine sammelt. Die sind ja jetzt ja, glaube ich, immer drin, so wie ich das verstanden habe. Dann kann man sich bestimmt noch mehr bestellen. Schmecken wirklich nach Sekt. Oh Gott. Wie versprochen, Sekt und Erdbeeren. Da kann man ein Gefühl von essen, ist man gleich besoffen. Ja, und wenn euch der Quatsch hier auf meinem Kanal gefällt, dann lasst Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und reibt mein Glöckchen für mehr Videos. Bleibt gesund. Bis dann. Und lasst mir schon das Wasser im Mund zusammen.